Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization 6. Wir sind zurück mit Indien und Gandhi bei unserem Liedermarathon. Und wir haben natürlich mal wieder ein bisschen was vor. Wir sind in Runde 96. Die Projekte könnten praktisch nicht weniger sein. Und ein Projekt ist auf jeden Fall die Frage, wie wir jetzt weiterverfahren mit unseren Truppen, mit unseren Kampfelefanten und unseren Bogenschützen hier in Patna. Patna wurde erfolgreich verteidigt und unsere kleine Varu-Armee, die wir hier vor der Stadt stehen haben, hat jetzt theoretisch die Möglichkeit, von der Defensive in die Offensive zu gehen und eventuell koreanische Städte einzunehmen. So, vielen, vielen Dank an der Stelle für die Kommentare von Easy. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich einmal Glück gehabt. Ja, ich hätte die Mauer mal reparieren können zwischendurch. Ich glaube, das kann ich auch immer noch machen als Projekt. Hier unten. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hätte ich die wohl irgendwie mal zwischendurch reparieren können oder sowas. Ja. Wir hatten aber sowieso, was das angeht, relativ viel Glück. Hier. Ne? Mit der KI. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch ruhig die letzte Folge nochmal an. Ansonsten, ja, wie machen wir weiter? Ich hätte jetzt auch gedacht, Pyongyang wäre ja tatsächlich eine Stadt gewesen, die ich wahnsinnig gerne gehabt hätte. Ich glaube, wir wollten die Stadt hier gründen, auf dem Zuckerfeld. Ich glaube, der Plan war grundsätzlich, hier eine Stadt zu gründen. Jetzt ist die Frage, ob man jetzt hier tatsächlich einen, keine Ahnung, Aquädukt bauen kann oder sowas. Ich befürchte auch nicht wirklich. Wir könnten natürlich tatsächlich jetzt überlegen, die Stadt abzureißen und eine neue zu bauen. Denn wir haben ja zumindest auch bald wieder die Möglichkeit, einen Siedler zu kaufen mit Glauben. Das Problem ist so ein bisschen, was ich sehe, ist, wir haben ja derzeit 4 Städte. Und wir wollen eigentlich noch weitere Städte gründen, denn wir haben eigentlich noch zu wenig Städte, um jetzt wirklich ein erfolgreiches Spiel bestreiten zu können, dass wir eigentlich jede Stadt, die wir in irgendeiner Weise bekommen, eigentlich auch nutzen sollten. Nur was bringt uns eine Stadt, die hier, naja, ich sag mal, ohne Wasserquelle gebaut ist, keine Möglichkeit auf dem Aquädukt, nicht besonders groß wachsen wird und, man darf nicht vergessen, hier wird auch schon ein Campus gebaut. Ein Campus, der natürlich hier neben dem Regenwald steht und dementsprechend plus 1 Bürger bringt, aber sind wir ehrlich, so cool ist der auch nicht an der Stelle. Also, so ganz einverstanden bin ich mit der KI hier nicht und wie sie diese Stadt gebaut hat. Das heißt, ich würde sie tatsächlich gerne abreißen und eine neue bauen. Das wäre schon irgendwie für unser Spiel und wie wir es machen wollen, besser. Aber die Frage ist tatsächlich, kriegen wir es hinten relativ schnell weitere Siedler rauszuhauen? Dafür brauchen wir eigentlich ein paar mehr Glaubenserträge. Wir haben schon ein bisschen angefangen hier, aber wir brauchen eigentlich noch mehr. Das ist eigentlich zu wenig, ne? Jetzt kostet irgendwie ein Siedler mit Glauben 280. Das ist schon okay, aber bei 15 Output, naja, können wir uns jetzt nochmal einen Siedler leisten und dann ist es halt erstmal vorbei. Und wir bräuchten so dringend auch andere Sachen, ne? Also ich würde ganz gerne auch einen Partner irgendwie noch einen Handwerker sehen. Wir hatten jetzt ja schon einiges an Handwerkern gemacht, aber das ist eigentlich noch zu wenig. Gut, wenn wir jetzt in Delhi, kriegen wir nochmal einen Handwerker dazu, wenn wir dann hier eine neue Stadt gründen. Aber es ist irgendwie alles noch nicht so richtig befriedigend, das Ganze. Aber klar ist, wir müssen Pyongyang ja auch erstmal einnehmen. Und das steht, glaube ich, außer Frage. Und dann müssen wir vielleicht nochmal gucken und das neu bewerten, die Situation. Also, tatsächlich sollte das die Priorität sein, was das angeht. So. Okay, wir werden auf jeden Fall mal in die Partie starten. Ich glaube, alles andere ist jetzt erstmal soweit geregelt. Diese Einheit sollte sich vielleicht nochmal ein bisschen aufheilen. Und der dritte Bogenschütze kommt auch. Und Pyongyang sollte auf jeden Fall nicht mehr den Koreanern gehören. Und wir gucken einfach mal, wie wir da weitermachen. Und grundsätzlich haben wir noch einen weiteren Siedler, der hier nach Westen zieht. Der wurde auch nochmal fleißig kommentiert, dass die Strecke nach Osten ja kürzer gewesen wäre. Das stimmt tatsächlich, da gehe ich mit ein. Ich habe jetzt aber ehrlicherweise, klar, man hätte jetzt sagen können, wir nehmen jetzt einer der beiden Standorte. Ich fand die aber beide jetzt nicht so unfassbar cool. Der ja, aber ich finde, ich habe zu wenig Expansionsmöglichkeiten gesehen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich fand jetzt nicht so, ich war nicht so begeistert. Ich war von den Möglichkeiten hier im Westen mit den etwas
ja, der größeren Auswahl an nutzbaren Geländefeldern, auch für Distrikte und so weiter, eigentlich schöner, und ich war so ein bisschen scharf auf das Eisen hier. Von daher, ja, wollte ich uns auf jeden Fall diese eine Eisenquelle sichern, bevor irgendjemand anders auf die doofen Ideen kommt und unseren Fuß hier auf dieses Stück Land setzen. Ja, ich denke, das kriegen wir schon hin. Na, dauert ein bisschen länger mit der Siedlung, aber irgendwie wird das schon was. So, steigen wir rein. Es wurde mal wieder ein Weltwunder gebaut. Ah, toll, jetzt natürlich jetzt ein Weltwunder gebaut, ne? Ich bin gleich wieder da. Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. So, ich bin auch da. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich suche nur mein Ziff-Zettel hier. Unfassbar. Ich bin wieder nicht vorbereitet. Es ist morgens. Es ist tatsächlich Freitag am Morgen, wenn ich das hier aufnehme. Damit ihr noch frisch sozusagen die nächste Folge bekommt. Ich hatte nämlich tatsächlich wieder ein bisschen zu tun und musste das Ganze jetzt irgendwie hier spontan am Freitagmorgen machen. So, Eisenverarbeitung. Wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. Und die Militärausbildung. So. Gucken wir mal, was wurde denn gebaut? Der Minakshi-Tempel. Den wollten wir nicht bauen. Wir wollten den anderen bauen, aber das hat sich ja eh alles erledigt. An Weltwunderbau, muss ich ehrlich gestehen, hab ich jetzt noch gar nicht gedacht. Auch wenn das irgendwann nochmal sinnvoll wäre, wenn wir Richtung Kultur oder Religion gehen wollen, hat das auf jeden Fall Vorteile. So, ich würde mal sagen, den setzen wir mal wieder zurück. Dann gucken wir mal, dass wir unseren Siedler irgendwie in Empfang nehmen. Genau, mit dem wollten wir auch zurück. Weil wir hier noch eine Barbareneinheit gesehen haben, die auf dem Wasser rumgeschippert ist. Und die wollten wir jetzt ja auch nicht verheizen. Speer ist sogar zu einer Beförderung verfügbar. Oh, das müssen wir gleich nochmal machen. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Kulturforschungen an. So, wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Also die Kampfstärke der Koreaner ist weiterhin niedrig. Pyongyang sieht einnehmbar aus. Dafür würde ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen arbeiten. Folgendes. Den würde ich ja ganz gerne noch ausheilen hier. Was machen wir denn jetzt, wenn wir angreifen? Ja, wir kriegen schon ordentlich auf die Mütze, ne? Wir müssen das, glaube ich, erstmal umstellen, bevor wir hier anfangen. Und das Lager würde ich ganz gerne auch außen vor lassen hier. Wir brauchen auf jeden Fall Bogenschützen. Du musst auf jeden Fall weiter nach vorne ziehen. Du kannst, glaube ich, einfach noch eine Runde ausheilen. Ich glaube, du kannst hier einfach stehen bleiben. Und ich zieh dich. Ich zieh dich, glaube ich, hier rüber. Dann. Dich hier ran, dich darüber. Genau. Und du kannst mal hier hochziehen. So, wie machen wir weiter? Was wäre denn jetzt für uns wichtig? Feudalismus vielleicht? Nicht wirklich, oder? Marinetradition. Oh, Hafen-Nachbarschaftsbonusbezirke wäre schon krass, ne? Wenn wir jetzt überlegen, dass wir. Gilt das eigentlich auch für die Widmung? Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Gold-Nachbarschaftsbonus von Handelszentrum Hafenbezirken bringt auch Wissenschaft ein. Oh. Oh. Ja, dann gehe ich, glaube ich, tatsächlich auf die Marinetradition. Schaut mal. Dann kriegen wir mit der Karte auch noch diese Wissenschaftsgeschichten. Das ist ja mega krass. Also solange wir jetzt in diesem Heldenzeitalter sind, ist es, glaube ich, eine richtig starke Geschichte jetzt für uns. Und wir können Gesandte schicken, zwei Stück. Ich würde aber sagen, die heben wir uns mal fleißig auf. Es gibt im Moment keinen Grund, das hier zu tun. Wir haben weder Universitäten noch Konsulate, noch haben wir Banken, Werften oder sonstiges. Bringt also im Moment noch nicht wirklich was. Und ja, hier wollen wir natürlich weiter Richtung Norden erkunden. Ja, hier oben sieht es dann schon netter aus, ne? Also, da ist dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Siedlungsplatz möglich. Ja, mal gucken. Wenn ihr jetzt nicht.
wenn ihr jetzt nicht gecheckt habt, warum ich jetzt diese Marinetradition so gut finde, wenn wir den Hafen-Nachbarschaftsbonus steigern, das sieht man hier an den Markern, die wir gesetzt haben, wir kriegen derzeit um unseren Widmungsbonus nicht nur Gold, sondern auch Wissenschaft auf jeden Hafenbezirk. Wenn der Nachbarschaftsbonus sich nochmal um 100% steigert, steigert das natürlich auch die wissenschaftlichen Erträge. Bedeutet, das ist schon eine richtig coole Sache. Und da wir jetzt gerade sowieso überall, apropos Hafen bauen, nein, ich habe es wieder vergessen. Oh, ich bin der Idiot. Ich bin ein Idiot. Entschuldigung. Ich wollte die Politikkarten doch ändern. No. So, einmal gerne die Alpin-Geschichte machen für unseren Speer. Ah, nein. So ärgerlich. Ich hatte noch gesagt, ich wollte doch jetzt die Karte für den Hafenbezirk reinnehmen. Aber lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir das nicht vielleicht doch machen können. Wie viel kostet uns das jetzt? Oder haben wir noch was, was wir kurz... Warte mal, haben wir noch irgendwas, was nicht so lange dauert? Ne, haben wir leider nicht mehr, ne? Ah, schade. Das ist doof, weil wir das eigentlich nicht mehr brauchen und das auch nicht. Wir brauchen die beide nicht mehr. Das ist... Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt, auch wenn es teuer ist. Aber wir müssen das machen. Also wir produzieren jetzt nicht mehr und die Stadtverteidigungsstärke brauchen wir eigentlich auch nicht mehr unbedingt. Das war super ärgerlich, aber gut. Die 55 Gold hätte man jetzt auch für andere Sachen ausgeben können, aber egal. Wir brauchen aber das hier auf jeden Fall. Wir brauchen die Karte für Lager- und Hafenbezirke. Und ich würde erstmal die Rekrutierung hier oben drin packen, weil ich ganz gerne andere Sachen hier hätte auf der Stelle. Wenn wir jetzt allerdings plündern und so weiter, könnte man eventuell auch diese Plünderkarte reinnehmen. Jetzt gehen wir in die Offensive. Vielleicht ist das das Beste jetzt hier. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ist denn so viel zu plündern? Der Campus höchstens, ne? Sonst ist hier noch nicht so viel gebaut. Lohnt sich das dafür? Weiß ich jetzt gar nicht. Der baut Stadtmauern. Oh nö! Oder die besser gesagt, baut Stadtmauern. Sind die jetzt schon, die sind noch nicht gebaut, ne? Die sind im Bau. Wir müssen uns beeilen. Okay. Folgendes. Das raus, das raus, das hier oben rein, das hier oben rein. Die Produktion in allen Städten würde ich noch lassen. So viel Produktion haben wir immer noch nicht in unseren Städten. Von daher passt das. Viel bessere Karten gibt es hier nicht. Wir könnten auch die heilige Städte-Nachbarschaftsbonus reinpacken für mehr Glauben, damit wir uns dann doch nochmal schneller einen Siedler leisten können. Aber bei 2 Glauben, ja, ist das jetzt auch nicht die Masse. Ja, ich glaube, ich nehme die Plünderkarte einfach mit rein. Vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal, den Campus zu plündern. Wenn wir die Stadt eh einreißen wollen. Ja, machen wir das so. Okay, so, Attacke jetzt. Wir müssen das jetzt unbedingt schnellstmöglich schaffen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir haben sonst... Der kann ja direkt angreifen, das heißt, den will ich jetzt noch weiter ausheilen. Und jetzt müssen wir hier die Stadt... Ach guck mal, der kann sogar hier schon angreifen. Ja, noch heilt die halt aus, ne? Wir müssen die halt irgendwie umzingeln. Das ist ein Problem. Ich glaube, einer von unseren Varo muss sich daran stellen. Seoul hat übrigens auch noch keinen in der Stadtmauern. Das Lager irritiert mich hier ein bisschen. Wir probieren es mal. Und wir holen uns unser Geld erstmal wieder zurück. Was wir gerade verloren haben. Ich überlege gerade, ob das schon Sinn ergibt, hier anzugreifen. Weil er sich sowieso gleich wieder aufheilt, ne? Also ich sehe das... Ja. Wir haben jetzt auch schon mit den Bogenschützen draufgeschossen. Ja, aber wir verheizen jetzt gerade damit unsere Einheit, ne? Ich würde es jetzt tatsächlich noch lassen.
bis wir komplett angreifen können. Okay. Ein Speer. Die Maschinen sind in 5 Runden fertig. Das hätte vielleicht nochmal für den Krieg ein bisschen was gebracht. Oh, da kommt auch noch ein Ritter. Okay, folgendes. Die Bogenschützen können jetzt alle attackieren, ne? Ja. Was natürlich in der Stadt auch gut ist, ist... Was grundsätzlich auch gut ist... Wir kriegen 108 Wissenschaft. Ja, wir geben uns das mal. Auch Menschen können kaputt gehen. Armbrustschützen. Armbrustschützen sind nicht verkehrt. Den heilen wir nochmal eine Runde aus gleich. Und der kann eigentlich jetzt schon angreifen, würde ich sagen. Aber warum kann ich jetzt gerade nichts? Hä, was, das verstehe ich nicht. Aufwecken? Ach so. Ja, heilen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann können wir eventuell hier raus einen Armbrustschützen machen. So, Maschine ist jetzt. Okay, wie geht's weiter? Ich würde ganz gerne nochmal gucken, dass wir hier in die Kartografie-Geschichte kommen. Die macht die Überfahrt für alles andere ein bisschen einfacher. Staudamm ist nicht schlecht. Währung, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir Handelsbezirke gebaut haben. Wir könnten natürlich auch auf weitere militärische Einheiten gehen. Bildungswesen wäre nicht schlecht. Das dauert halt ein bisschen länger. Pikiniere haben wir im Moment nicht. Die HG, also Fia ist auch egal. Petra brauchen wir nicht. Die Terrakotta-Armee eigentlich auch nicht. Ich schaue so ein bisschen auch auf die Weltwunder. Die, interessanterweise könnte diese Sankora-Universität ganz spannend sein. Die könnte interessant sein und könnten wir eventuell auch bauen. Muss auf Wüste oder Wüstenhügeln gebaut werden. Davon haben wir zumindest in Delhi vielleicht nochmal eine Möglichkeit, das zu tun. Ja. Die Frage ist, wollen wir dann jetzt schon Universitäten bauen? Haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Also das Interessanteste wäre tatsächlich das hier mit 2 Häfen. Wir haben dann bald auch die 2 Häfen. Wir gehen dann eh über die Währung, Mathematik und Stützpfeiler. Das heißt, wir haben einige andere Sachen, die wir sowieso noch bis dahin erforschen müssen. Die Währung geht schnell. Ja, ich denke, das ist okay. Wir sind jetzt ein bisschen weitläufigere Ziele. Guck mal, Korea hat sich übrigens schon hier rüber ausgebreitet. Und das scheint irgendwie auch verbunden zu sein hiermit. Schaut mal. Nicht, dass das tatsächlich ein Kontinent ist, sondern das ist tatsächlich eine verbundene Geschichte hier. Okay. Gut. Unser Siedler ist angekommen. Okay. Machen wir weiter, würde ich sagen. Nächste Runde. So, Siedler können wir jetzt kaufen. Den müssen wir jetzt auch gleich unbedingt kaufen. Geld macht nicht glücklich, doch es gestattet uns, auf verhältnismäßig angenehme Weise unglücklich zu sein. So, folgendes. Wir kaufen uns jetzt in Delhi den Siedler und ziehen ihn auf jeden Fall mal hier hoch und gucken mal, was wir daraus machen. Klar ist auch, wir müssen jetzt erstmal weiter attackieren. Wir können jetzt befördern, aber ich glaube, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, das zu tun. Und ja, eigentlich müssen wir die Stadt belagern. Das
Mal gucken, dass wir vielleicht doch irgendwie... So, jetzt ist die Stadt belagert. Das ist ja schon mal etwas. Dass die sich zumindest nicht wieder aufheilt, ne? Ja, wir müssen uns zwischendurch halt immer wieder heilen. Das ist ein bisschen... Bisschen langwierig, würde ich sagen, ne? So, wir können Zucker kaufen. Brauchen wir Annehmlichkeiten, Moment. Oh ja, tatsächlich. Dann müssen wir die Deals, glaube ich, abschließen. Zucker bräuchten wir nicht unbedingt, oder? Aber hier, da beides. Beide Deals gut. Das haben wir beides als, nicht als Luxus, weil wir beides, glaube ich, weggetauscht haben, ne? Ja. Okay. Nur den Speereimer hier mit anketten. Das Schiff kann da bleiben. Nein, wir wollen nicht die Stadt da gründen. Ja, und viel mehr decken wir jetzt hier auch nicht auf. So, Siedler. Das ist halt die Frage, ob wir... Ne, auf dem Feld können wir natürlich kein Aquädukt bauen. Also eigentlich ist die Stadt auf dem Feld hier besser, ne? Auf dem Zuckerfeld. So, wir müssen jetzt uns beeilen. Die Stadtmauer ist noch nicht fertig. Das heißt, wir müssen jetzt weiter... Weiter attackieren. So, du bist noch relativ fit. Na, das sieht eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt aus, ne? So, wir heilen die jetzt noch. Ah, wenn jetzt... Wir kriegen die Stadt jetzt, glaube ich, noch nicht eingenommen, oder? Das ist die Frage. Wie lange braucht die Stadtmauer noch, hier fertig zu werden? Wurde übrigens Gebel Barkal gebaut. Runde 101. Wir kriegen die Stadt jetzt, glaube ich, nicht eingenommen. Nächste Runde eventuell schon. Also nächste Runde auf jeden Fall. Wenn die Stadtmauer gebaut wird. Ist das aber dann auch... Pass auf, wir riskieren es. Egal, wir greifen an. Komm. Ist mir egal jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Dann hat die Stadt... Hat dann kaum mehr was. Die kann sich nicht regenerieren. Und das sollte dann nächste Runde dann auch mit... Wenn jetzt die Stadtmauer fertig sein sollte, trotzdem funktionieren. So, Siedler ist unterwegs. Und ich würde mal ganz kurz vorsichtig. Können wir eigentlich hier in der Stadt angreifen? Yang San. Der hat echt viele Städte. Und da ist wohl das Stonehenge auch noch gebaut. Die Koreaner sind echt krass. Aber ich glaube, dass wir... Dann erstmal Krieg, also weitere kriegerische. Achso, jetzt können wir mal überlegen, was wir jetzt machen. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir den jetzt hier einfach reinziehen und alle anderen jetzt erstmal befördern, oder?
Also der darf ja nochmal angreifen hier. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und dann Attacke. So. Die halten wir, glaube ich, nicht, die Stadt. Jetzt müssen wir uns entscheiden. So, der Siedler wäre unterwegs. Also eine Möglichkeit, eine eigene Stadt zu bauen, ist auf jeden Fall gegeben. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, eine Möglichkeit von Aquädukt gibt es hier nicht. Ich würde die Stadt gerne einmal tatsächlich bauen. Ja, wir reißen die ab. Wir machen Folgendes jetzt erstmal. Ich guck mal, dass ich mit den Koreanern jetzt... Kann ich mit denen jetzt schon Frieden aushandeln? Das müssten wir so teuer bezahlen. Ne, dann wollen wir das nicht machen. Wir vernichten die Stadt jetzt erstmal. So. Wie sieht's denn jetzt aus mit Frieden schließen? Mich wundert's tatsächlich, dass das so teuer ist. Also, dass die so viel Geld haben möchte. Die sieht anscheinend ihre Niederlage nicht ein. Das finde ich spannend. Die mag das gar nicht, dass wir die ganze Zeit an Küsten bauen, ne? Die hat da so keinen Bock drauf. Erste Sache, die wir machen, auf jeden Fall den Hafen bauen. Ja, möchten wir. Und auf jeden Fall Eisen anschließen. Ja, wir müssten jetzt eigentlich mal unsere Varus heilen. Also, ich sehe jetzt im Moment noch nicht den... Also, wir können natürlich weiter gucken, ob wir in solche Städte hier auch einnehmen. Ne? Da steht jetzt allerdings ein Ritter drin. Also, hier sehe ich uns eigentlich keine Angriffsfläche bieten. Und hier oben... Also, cool wäre natürlich, weil wir damit auch an Paititi dran wären, was natürlich krass wäre. Hier oben ist ja eben Paititi, das ist schon kein schlechtes Land. Ich würde jetzt aber selber mal schauen. Siedlermäßig wäre ja hier richtig easy auf der Position, ne? Wäre ja hier gar kein Problem. Aber wir müssen uns eigentlich erstmal aufheilen. Und die sind alle einigermaßen weit davon entfernt, gerade irgendwelche XP zu bekommen. Also den müssen wir auf jeden Fall mal nach hinten stellen hier. Müssen sie auf jeden Fall aufheilen. So, alle, die sich jetzt bewegen können, sollten das vielleicht tatsächlich sogar tun. Er hier vor allem. Und, ja, ich weiß nicht. Also ich sehe das im Moment noch nicht. Mal gucken, was jetzt, wie es jetzt weitergeht. Noch sind die Koreaner, glaube ich, auch mit Wilhelmina im Krieg. Das heißt, das ist alles noch okay. Matrosen und Stauer singen und schreien über entlang der geschäftigen Kais des Hafen von Delhi. Ihre Seemanns wieder. Oh, schön, der ist fertig. Na, das ist doch wunderbar. Und der Varu ist so perfekt. Na, das ist gut gewesen. Warum können wir eigentlich... Achso, wir haben wir haben nicht genug Gold in der Schatzkammer, um jetzt eben mal schnell einen Armbrustschützen draus zu machen. Tja, wie erfolgsversprechend ist das wohl, dass wir jetzt hier noch groß Gewinne machen?
So, ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, gerne den Tempel bauen. Klar, der Hafen, aber wir haben den Nachbarschaftsbonus erstmal. Aber ich glaube, für mehr Glauben, ja, ist es jetzt erstmal der Tempel. Wir könnten natürlich auch sagen, jetzt haben wir diese Karte noch drin, 6 Runden lang. Jetzt baut es natürlich auch, jetzt bauen wir auch schneller den Leuchtturm und so weiter. Gibt auch einen Wohnraum. Ja, ist vielleicht sinnvoller, den jetzt gleich so hinterherzusetzen. Weil wir jetzt das noch. Ja, weil wir jetzt noch einige Sachen geschenkt bekommen. Dafür. Schaut euch das an. Das ist doch schön. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, erstmal auf das hier gehen. Ich möchte eigentlich relativ schnell neue Bürger haben in der Stadt und dann auf das Feld. Die Stadt ein bisschen schneller wächst. Und wir müssen eigentlich in Kalkutta jetzt auch das Monument kaufen und solche Geschichten. Handwerker ist ja Gott sei Dank da. Ich bin aber immer noch ein bisschen mit dieser Situation hier am Überlegen, ne? Also es kostet im Moment einfach viel zu viel Geld, Frieden zu schließen. Und die Frage ist ja, wie machen wir weiter? Ich sehe uns mit unseren Einheiten derzeit jetzt nicht in der Position zu sagen, ja, jetzt gehen wir aber mal richtig in die Offensive. Ich würde gerne Seoul haben. Also, ne? Also, die würde ich sofort nehmen, die Stadt. Aber die würde ich auch so nehmen, wie sie da steht. Aber ich halte es für wahrlich unrealistisch, dass wir die Stadt einnehmen. Also, zumal jetzt auch tatsächlich hier in der Stadtmauer gebaut wird. Ja, sehe ich halt im Moment einfach gar nicht. Also ich würde den Varro erstmal gerne erstmal heilen. Die anderen natürlich auch alle. Ja. Vielleicht verschieben wir mal ein bisschen und die Einheit hier weg. Mir macht das Sorge, hier an dem Fluss zu stehen. So, 2 Schiffe. Ja, was können wir damit machen? Ich weiß nicht, ob wir damit irgendwelche Seekriege führen können gegen Yang San, aber das bringt uns, glaube ich, herzlich wenig. Ist ein bisschen verzwickt jetzt die Situation. Also, eigentlich müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Also, was wäre sinnvoll? In Patna wäre sicherlich sinnvoll, noch einen Handwerker zu kaufen, der die Meeresressourcen endlich mal modernisiert. Bernstein ist auch nochmal ein Luxusgut, also das ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich würde den nicht, also ich würde den jetzt ungern mit Gold kaufen, weil wir den auch mit Glauben kaufen können. Und der Handwerker mit 105 Glauben auf jeden Fall bezahlbar ist. Wir brauchen aber auch noch weitere Siedler. Also wir können uns das jetzt nicht. 320 kostet der nächste Siedler schon. 640 Gold kostet der. Das heißt, im Moment bräuchten wir eigentlich auch sowas. Ne? Auch das ist eigentlich alles wichtig für uns, was das jetzt relativ schnell alles zu tun wäre. Also wie gesagt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Stadt. Wir haben jetzt 5, respektive 6. Das ist immer noch wenig. Das heißt, eigentlich müssen wir weiter in das Siedlerspiel gehen und weitere Siedlungen gründen. Hier müssen wir auf jeden Fall wohl auch noch eine gründen, hier oben. Hier unten die beiden sind klar, hier unten die beiden sind klar, da ist klar. Gibt sicherlich noch mehr Siedlungsplätze, aber erstmal. Also wenn die Varus aufgeheilt sind, könnte man natürlich sagen, wir ziehen mit unseren Einheiten nochmal in so eine Richtung Seoul. Wir könnten auch die. Haben wir die Karte schon? Nee, ne? Das wird Geld. Nee, das ist Söldner, ne? Also Söldnerkarte wäre natürlich interessant, ob wir halt die Einheiten noch verbessern können. Unsere Bogenschützen zu Armbrustschützen. Ja, und da kommt auch noch die Flut. Ich hab's noch gesagt, ne? 7 gedüngte Geländefelder, 4 beschädigte Geländefelder, 2-mal Bevölkerungsverlust. Ohne Autsch. Mathematik gibt es kein Handeln. Die ganze Umgebung ist Mathematik.
Alles besteht aus Zahlen. Achso, das ist der Fluss gewesen. Okay, krass. Und ich hatte noch gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor den Flussüberschwemmungen. Ja. Und schon waren sie da. Pass auf. Also die Bogenschützen würde ich ganz gerne jetzt erstmal hier in unser Land stellen. Ich würde auch ganz gerne die Varus ein Stück zurückziehen. Natürlich weiter ausheilen lassen. So, wir können Eisen verkaufen. Das möchte ich jetzt gerade nicht machen. So, die Freundschaft mit Dido muss erneuert werden. Das hat geklappt. Gesandte schicken. Jetzt haben wir drei Gesandte. Wir bräuchten auch mal neue, also wir müssen auch mal neue, also wir müssen auch mal mehr erkunden. Das ist alles, wirklich nicht einfach. So, was machen wir jetzt Sinnvolles mit unserem Gold? Was können wir damit überhaupt Sinnvolles machen? Also wir könnten jetzt auf einen Tempel zum Beispiel sparen oder eine Wassermühle. Wir könnten damit Handwerker kaufen. Handwerker können wir jetzt auch gleich mit Glauben kaufen, ist Quatsch. So, Madurai bräuchte jetzt eigentlich auch schon wieder einen Handwerker, weil hier ist auch schon wieder alles kaputt. Wegen dieser Flussgeschichte. Auch schon deswegen wäre ein Staudamm, glaube ich, super sinnvoll. Entschuldigung. In Delhi, klar, auch das gleiche. Tempel, Leuchtturm und so weiter, Kornspeicher. In Mumbai ist noch ein Monument zu kaufen. Das könnten wir auch in Kalkutta kaufen, das Monument für die Ausbreitung hier. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wir könnten so vieles machen. Das Monument gibt uns auch noch ein bisschen mehr Kultur. Ich würde aber, glaube ich, das Monument, wenn dann hier kaufen, in der Stadt. Einfach wegen der Loyalität. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, dass wir das darauf sparen. Ja, und den Handwerker kaufen wir gleich im Partner. Das ist wahrscheinlich das Beste. So. Ja. Ja, Kriegsgeschichten. Ich glaube, wie gesagt, ich möchte ja eigentlich mit uns Frieden schließen. Ne, die hat jetzt gar keinen Bock drauf. Dann lassen wir das halt. Mal sehen, ob sie jetzt irgendwann wieder selber zum Angriff übergeht. Ob wir einfach irgendwelche Einheiten von ihr platt machen müssen. Ich glaube, wir legen den Sumpf hier trocken. Damit wachsen wir gleich mal und können jetzt hier einmal hingehen. Wir haben das hier, haben mehr Produktion und können dann hier einfach noch einen Bauernhof bauen. Oder was auch immer. Sägewerke geht wahrscheinlich sogar auch. Dass wir gleich mal gucken, was wir damit machen noch. So, nächste Runde können wir auf jeden Fall. Ja, so, und so ist jetzt die. Jetzt ist in Seoul auf jeden Fall mal die Stadtmauer gebaut. So, und wir haben jetzt die Stadt gegründet. So, Kola ist gegründet. Wir kaufen auch gleich das Monument da drin. Handwerker ist auch da. Das ist eigentlich alles sehr, sehr gut. So. Wir haben ein weiteres Luxusgut. Eine weitere Stadt. So wie wir sie haben wollen. Können hier den Varo reinziehen zum Ausheilen. Haben jetzt auch mehr Landfläche zum Heilen unserer Einheiten. Die heilen jetzt ein bisschen schneller auf. Das passt doch. So, was wollen wir jetzt produzieren? Also Hafen ist ja Quatsch. So, eigentlich müssen wir hier auch einen Staudamm platzieren. Können wir noch nicht ganz, in 8 Runden erst. Heilige Stätte. Das dauert alles sehr lang. Wir könnten gucken, dass wir irgendwelche Felder tauschen, die wir nicht bewirtschaften. Also hier ist klar, bewirtschaften wir, glaube ich, erstmal alles. Alternativ könnten wir das Feld tauschen, damit Cola deutlich schneller... Ja, das können wir tatsächlich machen. Ob wir das von da bewirtschaften oder von da, ist egal. Von daher können wir das, glaube ich, hier... Wir haben so viel Nahrung hier, das stürzt nicht.
Und dann können wir, glaube ich, hier einfach mal tauschen. So. Dann haben wir höheres Wachstum. Partner würde ich erstmal lassen. Zweitstärkste Stadt. Ist wichtig. Handwerker. So, was machen wir mit dir? Ich glaube, du reparierst uns erstmal den Zucker und dann gucken wir, dass wir die Stadt ein bisschen auf Vordermann bekommen. Mine könnten wir noch hier setzen. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir haben noch keine Einwohner. Ich würde erstmal sagen, wir reparieren jetzt erstmal fleißig. Und in Patna würde ich jetzt tatsächlich gerne den Hand. 110. Nächste Runde den Handwerker kaufen. So, fragt sich jetzt, was wir bauen wollen. Ich bin, glaube ich, für. Ein Handelszentrum wäre nicht schlecht. Eine heilige Stätte wäre nicht schlecht. Wir müssen aber ein bisschen planen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen planen. Die Frage ist, haben wir Waldfelder, die wir stehen lassen wollen? Also heilige Stätte würde zum Beispiel hier Sinn ergeben. Hier sind zwei Waldfelder. Hier auf dem Feld wäre eine heilige Stätte sinnvoll. Also hier könnte man zum Beispiel eine heilige Stätte hinplatzieren, wenn man beide Waldfelder belässt. Eine Möglichkeit. Dann schauen wir mal, dass wir hier. Hier könnte man natürlich gute Industriebezirke platzieren, weil wir hier auf beiden Seiten Möglichkeit hätten, Staudamm zu bauen. Also relativ stadtnah. Hier zum Beispiel einen Staudamm zu platzieren. Und das gleiche könnten wir auch auf der anderen Seite machen. Aber ich glaube, hier unten geht es zum Beispiel nicht, ne? Ich glaube, da geht es zum Beispiel nicht. Ne, ne, das wäre krass. Das wäre in dem gleichen Fluss gelegen, ne? Aber dann, wir würden das hier nicht verhindern, oder? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel, könnten wir wahrscheinlich einen platzieren, ne? Ja, das geht. Dann geht das aber wieder nicht. Ist der damit inbegriffen? Interessant. Wir könnten also. Jetzt ist da der Haken dran. Können wir denn hier unten Staudamm platzieren? Nee. Okay, weil der hier nicht von zwei Seiten Fluss hat oder was? Das ist so, das ist ein bisschen doof, ne? Dieses Schwemmland hier gehört wahrscheinlich zu diesem Fluss. Das ist etwas, was Civ 6 nicht gut macht übrigens. Wenn so zwei Flüsse zusammen sind, wie denn der Staudamm richtig zählt. Ich finde, das ist nicht so ganz übersichtlich, um das mal freundlich auszudrücken. Also ja, eine Möglichkeit, einen Staudamm auf jeden Fall in diesem Fluss entlang zu bauen, aber eben auch an dem Fluss. Ich würde aber fast sagen, wir können jetzt eigentlich mit der Heiligen Stätte anfangen, weil das ist, glaube ich, der sicherste Pick. So, da müssen wir uns noch keine Gedanken machen, hier, was wir hier alles bauen. Und da ist die ja erstmal in Ordnung. An der Position. Braucht halt super lange, aber wir haben jetzt auch gutes Wachstum. Sollte funktionieren. So. Ich würde wagen, wir bauen den Bauernhof hier oben. Und hier einen Stufenbrunnen. Ja, damit können wir hier auch oben hier noch ein anderes Bauern, einen anderen Bauernhof bauen. Das Kupferfeld zu modernisieren wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Wann kriegen wir das dazu? 15 Runden. Wir wirtschaften das hier. Können den Wald auch roden. Ne, den möchte ich eigentlich nicht roden. Eigentlich möchte ich hier zwei Sägewerke platzieren. Und wo die Mine ist hier nochmal? Das ist auch noch ein Hügel, ne? Mine, Mine, Mine. Und hier wollen wahrscheinlich Bezirke hinsetzen, ne? Hier könnte man eine heilige Stätte auch hinsetzen. Dann doch vielleicht den Stufenbrunnen hier hin. Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz überlegen jetzt. Da eine heilige Stätte.
Hier Theaterplatz, aber das ist auch Quatsch. Ich glaube, heilige Stätte hier oben. Da. Da. Stufenbrunn da. Bauernhof, Bauernhof. Wir platzieren jetzt erstmal. Wir können das immer noch umbasteln. Ist egal. Hauptsache erstmal ein bisschen Nahrung hier für die Stadt. Und Wachstum. Und dann geht's weiter. So. Wir sind jetzt auch schon wieder über der Zeit. Und ich will die Folge jetzt auch nicht zu lang strecken. Wir haben jetzt erstmal 5 Städte. Wir haben 6 Städte sogar. Das ist schon mal gut. Wir müssen aber weitermachen. Und wir brauchen jetzt einen Plan. Wir brauchen jetzt einen klaren Plan, wie wir jetzt diese Partie gewinnen wollen. Und ich glaube, dass wir... Klar, Religion funktioniert nicht. Wir haben keine eigene Religion. Das heißt, Kultur bleibt uns eigentlich. Ich sehe derzeit noch keinen Wissenschaftssieg. Aber wer weiß, ich will es nicht ganz ausschließen, aber eigentlich wäre es tatsächlich eher der Kultursieg, der sich derzeit anbietet, oder Diplomatie. Und wir müssen mal gucken, was wir jetzt weiter mit den Koreanern machen, weil Frieden schließen ist im Moment nicht. So. Bedeutet, wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie wir damit klarkommen, und dann schauen wir uns einfach mal in der nächsten Folge an, was ihr so kommentiert habt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Macht gerne weiter so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt am Sonntag, die wird ein bisschen später kommen. Ich bin am Wochenende unterwegs. Die wird also nicht pünktlich um 10 Uhr morgens kommen am Sonntag. Also vielleicht einen Tick später, so gegen Mittag, würde ich jetzt mal grob schätzen, frühen Nachmittag. Und da geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.